Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei der Feuerwehr in Schwäbisch Gmünd. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, gegründet im Jahr 1831. Wir sind also fast schon 200 Jahre alt. 200 Jahre Feuerwehr, könnte man meinen, wir sind altmodisch, haben nur Schläuche zum Löschen und haben nichts in der heutigen Technik. Aber die Drohne für uns im Feuerwehrleben ein Einsatzgerät, das nicht mehr wegzudenken ist. Die Drohne ist, wie gesagt, für uns kein Spielzeug, wie es der ein oder andere vielleicht privat beschafft, sondern einfach ein Arbeitsgerät, das uns im alltäglichen Einsatzleben sehr, sehr unterstützt und sehr gute Dienste leistet. Die Drohne haben wir im Einsatz, wenn es brennt, um Glutnester aufzufinden, herauszufinden, wo läuft denn das Feuer im Moment gerade hin, und hier die Einsatzkräfte dann an unserem ELW mit dem abgesetzten Bild dann hier genau zu erklären, wo ist denn hier die Brandbekämpfung anzusetzen, wo müssen wir hier zielgerichtet unseren Löschangriff einsetzen. Nicht nur bei den Bränden, sondern auch im Bereich der Hilfeleistung haben wir die Drohne schon in Einsatz gehabt. Es ist natürlich so, wenn bei Verkehrsunfällen Personen flüchtet aufgrund von Schock und man muss sie suchen, dann kann man hier die Drohne zu Suchzwecken einsetzen. Die Drohne hat, wie gesagt, nicht nur ein Sichtbild im 4K-Modus, sondern hat auch ein Infrarotbild. Das Infrarotbild wird immer zeitgleich parallel zum Farbbild aufgenommen, also für uns auch hier eine technische Erleichterung. Denn wenn man sieht, hat die Drohne vorne zwei Videoköpfe, einmal im 4K-Format und im Infrarotbild. Das Infrarotbild ist ein sehr spezielles Bild. Hier haben wir nämlich nur den Unterschied zwischen warm und kalt, und das sind unterschiedliche Temperaturbereiche. Hier können wir auch die Temperaturspanne einstellen, also zu sagen, okay, welche Bereiche sind wirklich heiß, welche sind kalt, und auch diese Bilder kann man dann übereinander legen, denn ein Infrarotbild, wie man es nachher mal sehen wird, ist relativ unscharf, hat man dann aber dementsprechend Konturen aus Sichtbild und Infrarotbild, dann hat man hier ganz klare Kanten, wo man sieht, wie hier bei uns am Feuerwehrhaus, wo haben wir denn hier eine Kante, wo hier ist das Dach, und so sieht man hier das ganz schön und deutlich. Die Drohne, für uns ein Arbeitsgerät. Seit über 5 Jahren nutzen wir hier schon die Drohne. Es ist für uns schon die Drohne in der zweiten Generation. Wenn wir vor 5 Jahren angefangen haben, sind wir natürlich ein Stück weit belächelt worden und hat es geheißen, okay, was macht die Feuerwehr mit der Drohne? Zwischenzeitlich ist der Drohnenmarkt so groß, dass auch viele Feuerwehren hier Drohnen beschaffen, und das ist für uns wirklich ein wichtiges Arbeitsgerät. Die Drohne, wenn man es hier mal genauer anguckt, hat hier eine Positionsleuchte, denn für uns natürlich auch, wir können nicht nie, wie hier heute bei schönstem Wetter fliegen, sondern wir müssen auch mal bei Nacht fliegen, und hier haben wir dann auch hier die Möglichkeit, mit dieser Positionsleuchte die Drohne bei Nacht ordentlich aufzufinden, damit der Pilot ganz genau weiß, wo er denn hinfliegen soll, muss und kann. Als weiteres Zubehörteil haben wir hier einen LED-Scheinwerfer. Den können wir hier adaptieren und können hier dann auch gewisse Bereiche, die wir vielleicht nicht ausleuchten können, in der Erstphase zumindest mal Bereiche ausleuchten, suchen. Und in der heutigen LED-Technik ist es sehr lobenswert, was man mit so zwei kleinen Scheinwerfer alles an Licht hinbekommt. Nicht nur sehen, sondern auch hören. Deswegen haben wir hier als weiteres Anbauteil einen Zusatzlautsprecher. Die Aufnahme erfolgt an unserer Fernbedienung, die ich im Prinzip Ihnen gleich zeige. Und dann können wir die Audiodatei zeitversetzt an diesen Lautsprecher schicken, an unsere Drohne entsenden, und dann erfolgt diese Audioübertragung dann kurz drauf aus dem Lautsprecher. Kann man also mit Personen, die vermisst sind, Kontakt aufnehmen, kann sagen, dass hier jemand vor Ort ist. Also auch das hatten wir schon im Einsatz. Wenn wir die Drohne mal starten wollen, drücken wir einfach auf die Taste und schon ist die Drohne aktiv. Ja, die Drohne ist das eine, die Bedienung das zweite, und von dem her haben wir hier unsere Bedieneinheit. Wir haben sie hier schon mit unserer Videoübertragung verbunden. Ich denke,
Jeder, der schon mal ein ferngesteuertes Fahrzeug gefahren ist, weiß, wie die Grundfunktionen sind. Auch hier bei Ihrer Drohne ist ähnlich. Links, rechts, auf, ab, vor, zurück und das Ganze dann noch zum Drehen. Dann haben wir alle Funktionen, um so ein Fluggerät zu fliegen zu können. Und ich denke, das machen wir jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, wo die Drohne hinfliegt. Die Taste nach unten und dann geht's schon los. Die Drohne an sich selber richtet sich komplett selbst aus. Also man kann sie jetzt auch mal versuchen anzustupsen. Will sie nicht, sie hat ihren festen GPS-Punkt. Sie hält diesen Punkt auch immer sehr genau. Und von dem her wird auch das Kamerabild, das die Drohne dann uns übermittelt, sehr gut. Ja, wie man hier jetzt gerade sieht auf dem Infrarotbild, kann man jetzt vielleicht sich als Laie nicht darunter vorstellen, aber wenn man dann hier umschaltet und hat hier ein Farbbild, dann sieht man hier den Schlauchturm der Feuerwache in Schwäbisch Gmünd. Ein normales schindelbedecktes Dach, aber im Infrarotmodus sieht man hier ganz klar, dass die gelbe Bereiche der warme Teil ist und der blau-violette Teil dann der Teil ist, der kühler ist. Und auch so sieht man, wenn man mal Persona anschaut, ganz deutlich, was ist warm, was ist kalt. Deswegen sehen wir auch hier ganz deutlich, wenn man es mal von oben anschaut, unser Kamerateam, drei Personen, die man hier schon deutlich sieht. Der runde Kreis ist eine warme Fläche bei uns hier im Innenhof. Und so erkennt man ganz deutlich, was ist warm, was ist kalt. Und wenn ich hier mal vordrehte, sieht man selbst auch mich laufen. Und das in einer Höhe von knapp 20 Meter, wo man das also sieht. Und hier ist also dann wirklich, egal ob es Nacht ist, ob es hellster, schönster Sonnenscheintag ist, für das Infrarotbild ist egal, ob bei Nacht oder bei Tag, immer genau das Gleiche und das ist für uns sehr, sehr wertvoll. Ja, ich denke, ich konnte Ihnen ein schönes Arbeitsgerät der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd erklären, näher bringen und auch unsere Einsatzbereiche genauer erläutern. Wie gesagt, die Drohne, für uns ein Werkzeug, das nicht mehr wegzudenken ist in der heutigen Zeit von Feuerwehr. Vor 200 Jahren hat man sich wahrscheinlich nicht denken können, dass man mal hier mit einer Drohne in der Feuerwehr arbeitet. Aber für uns heute, 2022, eine Sache, die nicht mehr wegzudenken ist. Und wie gesagt, 200 Jahre sind jede Menge Geschichte. Die Drohne, ein Teil der Geschichte für uns im heutigen digitalen Zeitalter. Und deswegen sind wir sehr froh. Und ich sage vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön.